Rosmarie und Erich Bartolet unterwegs an ihrem Wohnort zu Ruschein im Bündnerland. Hier auf gut 1150 Meter über mir fühlen sich die beiden Pensionäre wohl. Seit kurzem sind sie im Schweizer Luftküssi schon Kibbutz unterwegs. Das erste Mal haben wir es gesehen, als wir mit der Kollegin sind gelaufen und sie hat so ein paar an und sie hat beide Knie gerade operiert. Und dann habe ich gesagt, was hast du für lustige Schuhe an? Das sieht dann schön aus und dann noch so elegante Silberschuhe. Und dann nachher hat sie gesagt, ja du, das sind tolle Schuhe, die musst du mal probieren. Die kann man so im Geschäft kann man die anlegen und kann rumlaufen und dann nachher schauen, wie es ist. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir. Bis der Erich Bartolet die außergewöhnlichen Schuhe dann auch angelegt hat, hat es ein bisschen Überzeugungsarbeit von seiner Frau gebraucht. Ich bin immer ein bisschen für neue Sachen nicht so zahm am Anfang, oder? Ich bin immer ein bisschen skeptisch. Ja, wie ist das? Also, ja, kann ich? Ja, nein, ist nicht. Ja, nein. Dann sagt die Frau, ja, jetzt wollen wir es irgendwie probieren, sagt sie. Ja, schlüpf jetzt einmal rein, nimm doch einmal. Und dann siehst du es ja dann schon. Und dann bin ich dann eingeschlafen, da in die Schuhe rein. Und dann bin ich ein bisschen gelaufen, dachte ich, ja, nochmal, da bist du ja wie im Himmel, da schwebst du ja. Da ist gar kein Laufen mehr. Da schwebst du ja, da musst du gar nicht mehr recht laufen. Ein Gefühl, das die beiden jetzt jeden Tag haben. Gerade für die Rosmarie Bartolet ist das Laufen im Kibbutz besonders wertvoll. Sie hat eine lange Krankengeschichte. Ich hatte eben Thrombose und habe viel schwere Beine. Und immer Rückenweh, wenn ich lang laufen muss oder die Städte umeinander laufen. Und dann haben wir das probiert. Und wir sind so entzückt gewesen. Nach 2 Stunden Laufen haben wir gerade die Schuhe beide gekauft. Und haben dann gefunden, es sei eine gute Sache. Und seitdem haben wir es immer an. Egal ob zum Stegenlaufen, auf Rundreisen oder einfach zum Spazieren in den Bergen. Der Erich Bartolet könnte nicht mehr sein, ohne die weiche Lastischsohle vom Kibbutz, die einem das besondere Laufgefühl verleiht. Beim Bergabwärtslaufen, beim Stegenlaufen, es ist ganz ein anderes Laufen, muss ich sagen. Und speziell für ältere Leute. Also ich weiß, also ich habe ja eigentlich nicht etwas oder, dabei oder so, aber es ist doch so, ich habe es gemerkt, auch beim Bergabwärtslaufen, wenn wir ein bisschen gelaufen sind und Bergabwärtslaufen, du hast viel weniger Mühe. Viel weniger Mühe, es tut dir nichts. Es ist einfach wirklich einfach ein schönes Laufen. Und das schätzt man auch im Alter, oder? Das hat man auch gesehen. Oder? Wir sind sicher nicht mehr jung, und, aber auch für die Jungen ist das ein Schuh. Oder? Man soll nicht sagen, nur immer für die Alten, auch für die Jungen. Die sollen das auch probieren, und das ist, man kann nicht zu früh anfangen, habe ich das Gefühl. Oder? Auch wenn man gesund ist und gesunde Beine hat und gesunde Füße hat, soll man es auch machen. Es ist halt schon das weiche Abtrampen. Man ist wie ein Väterli, läuft man. Oder? Man kann Ich weiss selber nicht, wie auf Wolken tut man laufen. Und, das tut einem gut, es gibt keine Schläge mehr auf den Rücken. Man läuft ganz anders, man läuft gerade rauf. Und das ist für den Rücken sowieso besser. Aber das ist automatisch, das kommt einfach. Das muss man gar nicht steuern. Wer also den Kibbutz anhat, geht wortwörtlich aufrecht und aufgestellt durchs Leben. Da tut es einem richtig so, du spürst es gar nicht, aber du läufst eindeutig, läufst du einfach Geräder. Das hat meine Frau schon gesagt, du läufst viel Geräder, seit du die Schuhe hast. Und das stimmt aber auch, hat mir schon andere gesagt. Der instabile Untergrund hat also positive Wirkung auf den ganzen Körper. Verspannungen gehören der Vergangenheit an und die Blutzirkulation wird durch die spezielle Sohle angeregt.